Bogen spannen zu dem, was du auch Ivo heute Morgen noch gesagt hast. Für dir, diese Kinder, die werden in den Medien verschrien, dass sie total unter der Knute sind von allem und vor allem keine Hobbys. Keine Hobbys dürfen die machen. Das geht natürlich gar nicht. So wird das in den Medien angetönt. Und ich finde einfach, ist doch mal gut, wenn man die Gegenstimme ansieht. Also wenn ich sagen muss, keine Hobbys und dann eine solche Aufführung, dann stimmt doch einfach etwas nicht, oder? Und darum haben wir gesagt, wir können den Medien sagen, nein, 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 darfst du nicht sagen. Stimmt nicht. Wir machen es anders. Wir beweisen es einfach, dass es nicht stimmt. Wir machen es mit Beweisen, nicht mit Worten. Und darum haben wir gesagt, gut, dann machen wir heute gerade nochmal so einen Beweis, dass so ein hobbyloses Kind einfach mal jetzt dann auf diese Bühne kommt. Ihre Schwester, die Anna Sophia, die habt ihr im Spielfilm auch gehört, die kann schon ganz gut singen, gell? Ha? Also ich habe nicht das Hobby vom Singen, aber sie hat das Hobby von Singen und sie wird auch noch da mitmachen und sie werden jetzt heute eben so eine hobbylose neue Aufführung für euch bereit haben. Was auch zu sagen, noch zu sagen ist, das machen wir im Hintergrund behalten, die Ruth Elpida hat gestern noch für die Techniker den Kartoffelsalat gemischt und da drin war ein Rüstmesser und jetzt ist der Finger verletzt. Also, dass ihr das auch wisst, sie macht jetzt diese neue Hobbyshow mit einem verletzten Finger und wenn jemand heute die Finger braucht, ist sie. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das rauskommt. Also, ich würde von daher die Bühne freimachen für Ruth Elpida und Anna Sophia. Aber, meine Lieben, etwas kommt auch noch. Das hat schon der Johannes gesagt. Da gibt es dann auch noch eine Musik. Dieses Mal hat sie jetzt nicht einfach so dirigiert. Dieses Mal hat sie diese Musik, die Ruth Elpida, selber gemacht. Und zwar, sie ist seit gestern im vierten Lehrjahr bei Panorama Film. Und sie lernt dort unter anderem Musik. Lernt. Sie hat das eigentlich schon vorher gekonnt. Das ist auch wieder so unter die Kategorie liebe Medienschaffenden. Hört es doch euch mal an, was diese hobbylosen Kinder machen.